Was ist der Reiz am Border Cross? Die Action. Du bist nicht nur alleine für dich, sondern du hast noch immer mindestens drei um dich rum. Da tut sich schon was. Ist es auch irgendwie nicht ein bisschen gefährlich? Hat man auch Angst dabei? Es ist auf jeden Fall gefährlich, aber ich probiere das Ganze so vernünftig zu betreiben, wie es irgendwie geht. Es gibt viele, die haben die Hauruck-Taktik. Ich bin ein bisschen reflektierter, glaube ich. Jetzt sind es auch sechs manchmal bei einem Rennen. Ist es dadurch gefährlicher geworden, anders? Was hat sich verändert? Wie hat sich der Sport so entwickelt? Ja, es wird ein bisschen gefährlicher tatsächlich. Andererseits haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dadurch die Strecken natürlich breiter machen, größer. Und mir persönlich liegt es sehr gut und ich habe auch das Gefühl, dass es weniger Verletzungen gibt eigentlich als bei den vier. Sie sind seit 2004 in der deutschen Nationalmannschaft. Was waren bisher die schönsten Erlebnisse? Ganz klar Vancouver. Auch wenn ich da leider sehr schlecht abgeschlossen habe mit der Verletzung, aber Vancouver war einfach ein unglaubliches Flair und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf Sochi. Dann bleiben wir direkt mal gerade bei dem Thema. Genau. Was sind Ihre Träume, Ihre Ziele? Naja, ich hoffe, kein Athlet auf der Welt fährt dahin, ohne von einer Medaille zu träumen. Und das ist natürlich auch mein Traum. Aber ich habe auch alles dafür getan bisher und werde es auch weiterhin tun, sodass es auch einigermaßen realistisch ist.